Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute eine neue Folge der Crew mit den beiden besten Gamer-Pandas, die die Welt je gesehen hat. An meiner Seite ist der Kevin, ich bin der Niklas. Wir spielen eine der neuen Geländemissionen und das geht jetzt voll ab, Mann. Ihr werdet unterhalten. Das ist das beste Entertainment auf dem ganzen Planeten. Wenn ihr jetzt die nächsten 15 Minuten nicht gebannt auf eure Bildschirme startet, dann seid ihr falsch. Falsch, einfach nur falsch. Schlechte Menschen. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Und los geht's. Auf der schwarzen Liste eine Geländemission. Schwierigkeit normal. Ich habe keine Luft mehr. Ja, wir hi! Ja, neue Folge Crew noch bis Folge 20. Machen wir noch weiter, dann gibt es Project Cars bei den Gamer Panthers. Hoffentlich. Ja, das wird es geben. Da, komm, also bei der PlayStation kann man auch eigentlich schief gehen, wie auf dem PC mit Hardware-Technik oder sonst was. Das stimmt allerdings. Aber weißt du, was gerade schief geht? Na? Die Mission startet irgendwie nicht. Ja, wir sind doch gar nicht in einer Crew. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Vielleicht solltest du mich mal einladen. Ja, das Beste ist, ich komme nicht mehr aus der Mission raus. Pure Qualität mal wieder heute. Super, ey. Ja, kleine technische Schwierigkeiten, aber das kann man ja alles füllen. Alles aber gibt's auf der PlayStation eigentlich nicht. Ja, du hast ja jetzt keine Probleme, ich starte Crew nochmal neu, dann erzähl mir einfach mal was. Und zwar kam vor 2 Wochen, glaube ich, ein neuer Patch raus, auf den wir uns vorher sehr gefreut hatten, weil er sollte viele Mängel beheben, vor allem das mit den Crew-Credits, die sollte er komplett überflüssig machen. Und was ist dabei rausgekommen? Naja, man kann das Spiel nicht mehr starten, das hängt sich dauernd auf, das ist doch was Schönes. Ganz genau, ich kann ja so von meinen Erfahrungen berichten. Erstmal, das Spiel ließ sich nicht starten. Das neue Verbindungstool empfiehlt einem, dass man UPnP anmacht. Habe ich natürlich standardmäßig an. Damit startet das Spiel aber erst gar nicht. Nein, es geht nicht. Man muss UPnP deaktivieren. Und der Witz ist, wenn du es aus hast, kommt das scheiß Dingstool und sagt dir, ja, aber du solltest UPnP deaktivieren, dann hast du eine viel bessere Verbindung. Ja, aber ja. Das Problem ist, jetzt findet man online wahrscheinlich keine Spiele mehr, weil keiner mit dem UPnP-Scheiß was anfangen kann. Und einfach keiner weiß. Stimmt so nicht. Ich finde immer noch ja, Spieler. Ja, ich habe gestern auch Spieler gefunden, aber viel gebracht hat wahrscheinlich nicht. Ja, gut. Wir werden ich habe gestern wieder 10 Minuten gewartet. Echt? 10 Minuten? Das ist krass. Ja. Ja, wir werden ja gleich mal sehen, wie es ist mit. Kannst du dann mal die Fraktionsmission starten? Ich bin noch gar eine halbe nicht im Stunde, Spiel drin. Sonst fahre ich nur eine halbe Stunde bei der Random in Chicago rum. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass mein Controller alle ist, deswegen muss ich den. Ja, was man auch sieht, das Raid Pack ist ja auch gekommen am letzte lange Woche. Her, egal. Ja, aber jedenfalls nach der letzten Aufnahme. Ja, genau. Und ich fahre auch gerade mit dem McLaren F1, baller ich hier durch Chicago. Aiden Pierce wäre stolz auf mich. Und der F1 ist fast mein neues Lieblingsfahrzeug im Game. Also ich kann den verdammt gut fahren. Ich mag ihn verdammt gut fahren. Der hat scheiß Werte, aber ich mag ihn. Oh, fail. Ich mag ihn. Ich mochte ihn früher. Ich glaube, beim Grip steht er irgendwo zwischen 6 und 7000. Oh Gott, das ist ja mein Charger besser. Ja, aber ich kann ihn echt gut fahren, auch in den Kurven, also auch mit Rennen. Ich glaube eigentlich ganz gut mit dem. Okay. Ja, es ist immer, man muss damit klarkommen selber, ne? Das Einzige. Wenn das klappt, dann hat man eigentlich keine Probleme mehr. Bekannter von mir, der kann auch mit dem Celine super fahren, der fährt nur mit dem Ding. Ich komme mit dem Ding überhaupt nicht klar. Vielleicht weil du ein Noob. Eventuell. Eventuell wie auch ein Kackpro. Ja. Ja gut, hier sieht man muss bei der Kurve schon 10 Minuten vorher wissen, sonst kommt man da nicht rum, hat man gerade gemerkt. Da merkt man diese leichten Grip-Probleme. So, wo ist denn hier der Kevin? Da ist so ein Kevin, den laden wir jetzt mal ein. Und, bekommst du was? Ja, ich bin beigetreten. Boah, das klappt ja trotzdem, das ist ja fantastisch. Ey, super. Ich bin fasziniert. Ich auch. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Dann starte ich einfach die Mission nochmal. So, Leute, jetzt kommt das ultimative Entertainment. Ja, das ist jetzt Folge 17. Folge 18 wird nochmal PvP kommen in den nächsten Tagen. Und Folge 19. Folge 19. Also die letzten beiden. Nee, das ist Folge 18, genau. Oder? Keine Ahnung. Das ist Folge 18, genau. Folge 19 kommt nochmal PvP. Und in der Folge 20 gibt es mal ein Special, was wir aber noch nicht vorwegnehmen möchten. Ein atemberaubendes, hoch-entertainmentendes Special bestimmt bei den Gamer Panthers. Super spannendes, ey. Definitiv. Mhm. Wir haben auch 500 Abonnenten mittlerweile. Danke, Dan. Ja, danke. Danke, 500 komische Leute, die uns anscheinend regelmäßig schauen. Die so einen Scheiß gucken, ey. Ja. Wir beide fahren mal durch hier. Ja. So mit den OP-Skylines hier. Oh ja.
Ja, du danke. Guckst auch gerade schon die Fast and Furious Teile nochmal. Ja, ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt gestern mit Tokyo. Vorgestern mit Tokyo Drift reingesehen. Gestern eine Pause gehabt und heute mache ich mir dann 4 und 5 mal rein. Das hier ist ja Originalteile. Wie heißen wir? Ne, doch. Neues Modell Originalteile. So ganz genau, ja. Das ist auch irgendwie die beste Umschreibung für den Film, weil es sind die Original-Schausteller wieder da. Also Paul Walker und Vin Diesel. Und halt die anderen Nasen, aber die sind ja nicht so wichtig. Und, Letty. Ja, die, also, wobei ganz kurz. Ehrlich, Michelle Rodriguez, die schaut immer so, als ob sie richtig, als ob sie richtig kacke gelaunt wäre. Als ob sie richtig angesackt ist immer. Hat er letztens mal ein Interview mit der gesehen und die guckt da auch so. Aber wenn sie lacht, dann ist es sogar halbwegs sympathisch. Aber sonst, boah, ey, die ist ja, so ein Kerl. Also ich habe mir auch alle Teile nochmal angeguckt vor kurzer Zeit. Also vor dem 7., der 7. ist im Kino, genau. Habe ich mir nochmal alle in 4 Tagen, habe mir alle 6 nochmal angeguckt. Ja. Und kann man immer wieder gucken. Ich habe sie auch alle 3 Mal geguckt. Das ist meine Lieblingsfilmreihe. Die steht auch noch über Herr der Ringe und Star Wars und sonst was alles. Und deswegen, also geht immer, ne? Ja, ist wirklich so. Wobei ich sagen muss, ich habe, glaube ich, jetzt das erste Mal den zweiten komplett gesehen. Ich finde der zweite ist zu 90% mittelmäßig. Ja, ich finde eine Sache ist am zweiten das beste im ganzen Film, da das beste Street-Rennen, sag ich mal. Das erste Rennen, das ist verdammt geil. Genau. Aber sonst hat er nicht viel Gutes. Und das ist das Problem. Weißt du, das Geilste kommt direkt am Anfang und danach ist einfach nichts mehr, was da rankommt. Das ist schon tragisch. Für mich ist der ganze Film so. Ich finde, also, obwohl, ich glaube, der vierte, ich finde den vierten den schlechtesten, muss ich sagen. Puh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Doch, ich finde der vierte der schnellste, dann kommt der zweite und dann Tokyo Drift. Nee, ich. Der, für mich, also. Ja? Für mich ist Tokyo Drift immer noch der schlechteste. Wie gesagt, die Schnapsidee in den Ford Mustang, den Nissan Motor einzubauen, ganz ehrlich, ey. Das ist schon Grund genug, den Film zu hassen. Also, ich finde, mein Lieblingsteil ist Abstand der fünfte. Weil er einfach, das war halt der erste Teil, sag ich mal, von den neuen, sag ich mal, ne? Ja. Wo wir mal diese neue Ausrichtung haben, gegen die ich auch nichts hab, auch als Fan der ersten Teile. Weil die werden auch von vielen alten Fans, sag ich mal, gut gehatet, die Action-Ausrichtung, sag ich mal, ne? Ja, ja, ich find's auch ehrlich gesagt schade. Mir ist so aber vor allem beim ersten ausgefallen, dass es sehr schön war mit den Autorennen. Ja, aber ich finde beim ersten, da hatten wir jetzt auch 4 Teile von, sag ich mal, ne? Also. Ja, natürlich, man sagt immer, man kann nicht 6-mal das gleiche bringen, aber. Klapper Call of Duty doch auch. Ja gut, das ist was anderes. Das ist ja selber, wenn du 6 Mal gleich... Mein Auto ist gerade vorab gehoben auf der Stelle. Alter, ich fahre auch gerade richtig schlecht, ne? Ich bin noch vorwärts hinter dir. Hast wieder einen der schönen Bugs entdeckt in der Crew. Ja, ich bin noch echt weit, ich bin 18 Sekunden hinter dir. Aber egal. Ja, das ist halt komisch. Ich fand die Autofahrszenen immer am geilsten. Und die sind halt in den neuen Filmen fast gar nicht mehr so. Früher... So, das ist ganz lustig, im ersten und im zweiten Teil und im dritten Teil heißt es ja immer so, ihr habt einen Konflikt, dann tragt ihn auf der Straße aus. Ab dem fünften Teil heißt, ihr habt einen Konflikt, prügelt euch drum. Ja, ich finde, also mein Lieblingsteil ist der fünfte, weil der hat auch für mich, für viele ist der Terminator 2, die Heli-Szene. Für mich ist Fast and Furious 5 die Tresor-Szene, die mit beste Action-Szene, die ich je im Leben gesehen habe. Ich liebe diese Szene einfach. Die ist so geil gemacht, finde ich. Ja, und so bescheuert, ja. Wo sie im Tresor die ganze Stadt ballern mit. Zu genial. Ich liebe diese Szene einfach. Der Kevin ist hart angefixt. Lieblingsteil ist der fünfte für mich, danach kommt der siebte bei mir. Dann der erste. Okay. Dann der sechste und dann der. Die Reihenfolge, die ich eben sagte. Ja. 2, 4. Nee. Ne, 3, 4, ne, 3, 2, 4, so. 3, 2, 4, ja. Ja, da will ich jetzt gar keine Reihenfolge groß festlegen, bei den neuen Teilen, ich finde, die tun sich alle nicht viel. Und den sechsten fand ich gar nicht so super, muss ich sagen, von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, das war halt der Film, wo alle nochmal da waren, ne? Ja, nach dem fünften gab es sehr große Erwartungen und die haben sie nicht ganz erfüllt, den sechsten, finde ich. Gerade die Abschlussszene mit dem Flugzeug, ich fand die nicht so mega geil. Gerade, nicht weil sie übertrieben war, das hat mich im Film auch nicht gestört. Mich hat auch nicht gesehen, irgendwelche Autos von 3 Hochrollern zum nächsten fliegen, aber das war mir alles so, das ist halt ein Film, das ist mir scheißegal. Auch, dass sie in die ganze LA auseinandernehmen, ohne dass nochmal irgendwelche Menschen, irgendwelche Militär oder Polizei oder sonst was eingreifen würde. Nö, sie können mit Predator-Drohnen durch LA fliegen, kein Problem. Ja, gar kein Problem. Das Militär kommt erst dann, wenn die Sache schon fast gelaufen ist.
zuerst kommt erstmal Dwayne Johnson, der einfach richtig aufräumt mit der Railgun. Ja, genau. Alter. Auch so ein Logikloch, wo hat denn die Railgun noch ihre Stromversorgung hergekriegt? Aber okay. Ich weiß, Leute, die Logiklöcher aufdecken, sind immer unbeliebt bei solchen Filmen. Wollte ich auch gerade sagen, also da kann man nicht vorstellen, dass man durch drei, mit dem, auch wenn es ein Like in Hypersport ist, dass man damit durch drei Dubai-Hochhäuser in Dubai fliegen kann. Nee, das ist schon... Halte ich für unwahrscheinlich. Ja, nee. Die Etihad Towers so hinzurichten, nee, das finde ich nett. Kevin, was ist? Wo bist du? Der kommt irgendwann. Ich chill hier vorne und ist keiner. Ich kann auch nicht gut Gelände fahren, das weißt du doch. Ja gut, aber das wollte ich ja jetzt nicht jedem mitteilen. Ich dachte es hier! Na, komm! Geschafft! Eieiei, das war sehr knapp. Ihr könnt ja euch ja mal in der Aufnahme den Frame ansehen, mit wie viel Restzeit Kevin ins Ziel gekommen ist. Können wir es jetzt zur Zeit sehen? Ja, stimmt. Ich führe es nach, guck mal. Also 30 Sekunden Zeit hattest du, das heißt... Oh. Okay, ja, sehr, sehr knapp. Geschafft. Ja gut, so, noch eine. Wie sieht es von der Zeit aus? Ich zeig nochmal die neuen Wagen und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich will noch Scheiße, hast anzeigen. Du wenigstens getuned? Den F1 habe ich ja fertig getuned. Ja, den interessiert keinen. Die beiden Rallye-Dinger nicht, nee. Alter. Ich muss immer auf die Straße fahren hier. Ja, bei Nacht ist immer toll, die Autos zu zeigen. Ja, das ist super. Aber egal. Ich fahre mal auf die Straße. Ich hau auf mal in die Richtung richtig. Nee, grundsätzlich. Du fährst immer falsch. Gibt sonst irgendwas Neues zu erzählen? Heute Nacht war der Kampf des Jahrhunderts, der relativ langweilig gewesen sein soll. Mayweather gegen Pacquiao, der aber wohl verdammt scheiße gewesen sein soll. Zum Glück habe ich dafür keine 30 Euro ausgegeben, was ich ja erst... ganz kurz überlegt hab. Jetzt ernsthaft? Hey, ganz ich raff es nicht. Generell. Aber wie gesagt, der soll so unglaublich lang. Also ganz kurz mal, hier ist der F1. Wenn kennt, man sitzt natürlich in der Mitte. Sieht man schon, der Cockpit ist. Die Cockpit ist sehr schön gemacht, finde ich, muss ich sagen. Das Cockpit sieht gut aus. Ja, wie gesagt, man sitzt mittig. Ich habe ihn jetzt voll getuned. Mir gefällt der fahrtechnisch echt gut. Wie gesagt, Grip ist für den Arsch. Mhm. Aber sonst, schöner Highspeed. Nett, geiler Sound, finde ich. So, also hier F1. Was wolltest du sagen? Was verstehst du nicht? Ach, hier sind die Werte. Ja, die Werte, nee, erklär mal. Also Grip 6800. Ja, und Bremsen 8600. Und ja, gut, Beschleunigung 9000 und Geschwindigkeit 8400. Also nicht die Megawerte, aber ich mag ihn. So, Serienwagen. Welche war noch neu? Der Touareg. Der neue. Oh, wo ist er? Touareg. Hier ist das Geschoss. Sieht ein Rallye ein bisschen geiler aus, dann ist nämlich die Dakar-Version von 2011. Wer die noch kennt. Ja, wie gesagt, das ist er. Ist aber leider nicht getuned jetzt. Die Serienwerte kann ich ja mal hier auflassen. Ach ne, da haben wir keine direkten Serienwerte, ne? Ne, das ist nur die normalen Fahrzeugdaten. Und der Cadillac. The Escalade. Da kommt mir immer dieses komische Lied in den Kopf. Ich weiß nicht mehr. Das ging so: Gimme, here you see. Sometimes it's time to look at me. The love you, stacked away. Irgend so ein Lied gab's da mal und der kommt so irgendwann an mit so: Like Escalade. Allein, ich fahr jetzt gerade hier einen Berg hoch durch den Schnee. Das ist so richtige Autowerbung, ne? Mit dem Rallye-Wagen. Oh ja. So typisch, ey. Könnte von Audi sein. Wie die Opel Mokka-Werbung mit Klopp, ey. Oh nee, ey, komm. Boah, ey, zwei Sachen, die ich hasse. Opel und Klopp. Nee. Bah, ekelhaft. Also wie gesagt, das ist der Cadillac und damit haben wir jetzt die letzten drei Wagen des Season Passes. Das war's jetzt. Mal gucken, was auf der Patch Bay noch was kommt. Wie kommt das hier nochmal der Serien F1? Nochmal ein ganzes Stück anders aus, finde ich. Ja, man kann ja jetzt endlich den Ruf 3400k auf Rennen tun. Ich habe mich voll gefreut, hab's gemacht. Alter, der sieht so scheiße aus. Boah, ey, der hat so einen riesen... ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger nochmal? Diffusor hinten dran und... Boah, nee. Ekelhaft, ey. Sieht aus wie eine Dermaschine. Ach, was wolltest du eben jetzt noch sagen wegen Mayweather? Was verstehst du? Wolltest du eben noch sagen? Wie kommt man auf diese Scheiß-Idee, 30 Euro für einen fucking Boxkampf im Fernsehen auszugeben? Und ich wollte gerade sagen,
bei anderen Sachen, wenn es jetzt für ein Fußballspiel ist. Nein, oder für sonst was anderes. Ganz kurz mal, da ist da was anderes. Da weißt du, du kriegst 90 Minuten oder sonst was Spaß. Beim Boxen, da können die da 5 Minuten reinlaufen, sich in der ersten Runde umkloppen und dann hast du 30 Euro gegeben für eine Minute. Das ist immer das wenn ich mal Boxen das Problem, auch wenn du zum Boxen hinfährst. Du weißt nie, wann es zu Ende ist. Es kann nach der ersten Runde vorbei sein, ne? Ja, das war das Problem. Da hast du bei anderen, jeder anderen Sport natürlich das sichere, du weißt halt, wie lange du unterhalten wirst, ne? Ja, so ziemlich. Das ist beim Boxen mal das Problem natürlich, ne? Aber ich raff nicht, wie Boxen so. Ich weiß nicht, wie sieht das aus mit der Popularität? Ist das sehr beliebt? Seit die meisten Großen ja eigentlich weg sind, sie haben ja eigentlich wenige jetzt noch so richtige geile Boxer wie früher. Ja. Seitdem ist die Popularität gerade in Deutschland echt wenig geworden, ne? Also damals mit Ali und so weiter war natürlich noch was ganz anderes, ne? Ja gut, das ist aber ganz ehrlich, wenn ich mir so einen Boxkampf ansehe, dann denke ich mir, ach du Scheiße, ist das also langweilig. Guck ich mir lieber Wrestling an. Ich muss sagen, Mayweather habe ich ja schon relativ oft geguckt in dieser Zeit und Klitschmus gucke ich eh immer, ist auch nicht gerade oft. Aber sonst gucke ich auch kaum Boxen, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung. Ist halt kein Sport für jeden. Ich bin sowieso kein Sportfan, zumindest nicht. Ich guck halt gelegentlich, wenn es gerade läuft zum Einschlafen, dann lässt man aber Wrestling laufen, ne? Da weiß man wenigstens, was man kriegt. Da kriegt man wenigstens gut, schön durchgescriptete Kämpfe, die immer spannend sind. Das ist immer das beste Fazit. Ja, das gucke ich gerne zum Einschlafen. Bumm, ist alles gesagt. Das stimmt aber so. Gestern Abend um 4 nach Crew erstmal Raw angemacht, nach 10 Minuten war ich weg. Ja. Gut, ne? Ist dann halt so. Aber wie gesagt, da weißt du halt, du kriegst einen guten Kampf, weil der halt schön durchgescriptet ist. Das ist immer das Schöne, ne? Ja, gut, das war. Deswegen auch, als ich und Alex da Just for Fun WrestleMania bestellt haben dieses Jahr, weil das ist mal das Einzige, so ich finde, das ist wieder so eventgeil, ne? Wie bei dir das Super Bowl. Ich gucke allgemein Football, aber bei dir ist es halt wieder eventgeil, ne? Ja. Das ist dann wieder so, da weiß man halt, man hat es für die, ich glaube 20 Euro was gekostet, das war auch einmal, ne, auch auf Abruf. Ich glaube, das waren 20 Euro, da weißt du, weil du kriegst exakt 4 Stunden jetzt Unterhaltung und dann brauchst du kannst in der ersten Runde sagen, danke. Ja, und wie gesagt, Mayweather gegen Pacquiao soll ja ein unglaublich langweiliger Kampf über 12 Runden gewesen sein, wo eigentlich keiner versucht hat, überhaupt irgendwann K.O. zu schlagen. Okay, ja, es kommt davon, wenn beide für den gleichen Typen arbeiten. Ja, muss auch bedenken, bei uns waren es ja nur 30 Euro, in der USA, bei HBO waren es 90 oder 100 Dollar, ne? Ach du Scheiße, ey. Und ein Ticket für die Oberränge waren so mindestens 1000 Dollar und die unteren Ränge waren 100.000 Dollar, ne? Alter. Ein Ticket. 100, ja, das ist ja der teuerste Kampf überhaupt. Also, Mayweather hat 110 Millionen bekommen, egal wie es ausgeht. Ja, ich weiß. Pacquiao ja 90 Millionen. Alter. Und das war ja alles überteuert. Das war ja im MGM. Ja, Las Vegas, ja, klar. Das war ja eine reine Finanz. Das war ein reines Show-Event, wie viel Kohle Mayweather eigentlich hat. Das ist krass, ey. Ja, ey, ganz ehrlich, der Typ, der kann sich doch jede Stunde eine neue Unterhose anziehen und die alte wegschmeißen. Ja, so umgerechnet hat er wohl, ich glaube, was war das? 3000 Dollar pro Sekunde jetzt bekommen oder so. Oh Mann, ey, was ist das für ein Lohn? Sekundenlohn, Alter! Also, ich glaube, das ist knapp über Mindestlohn. Meinst du? Naja gut, dann würde ich sagen, mit dem Thema hören wir mal auf mit der Folge. Genau. Wir danken fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wahrscheinlich noch mit dem letzten Mal PvP wieder. Und dann kommt ja auch schon Project Cast. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.